herzlich willkommen zu einem erneuten Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es mal eine Runde Rocket League. Das haben sich viele mal gewünscht. Ich habe das früher mal einmal auf Twitch gestreamt. Link ist unten in der Beschreibung. Und dann habe ich auch das ganze Spiel halt früher recht häufig gespielt, aber mittlerweile, oh, Freunde, ich habe das alles verlernt, also seid gespannt. Wenn ihr mehr Bock habt da drauf, dann schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Dann natürlich auch einfach mal im Competitive-Bereich, wenn ich denn dann besser geworden bin. Heute müssen wir da erstmal auf normal bleiben, ja, also besser ist dem. Und wir haben schon das 1-0, läuft bei uns. Das ist also, wer es nicht kennt, das ist einfach quasi eine Runde Autoball. Damals vielleicht für viele noch bekannt von Schlag den Raab, von TV Total halt, mit Stefan Raab. Und ja, eine riesen Fußballarena quasi und mit zwei großen Toren. Und wir müssen natürlich versuchen, hier zu gewinnen, während wir das Tor machen. Ich spiele auf der PlayStation 4. Ich spiele auf der PlayStation 4, wer es nicht sieht. Okay, jetzt hat man es gesehen, oben in der Ecke gerade auch. Der kann mich gern adden, der Obermann 96. Und ich habe vor, ja, bekanntermaßen in der Zukunft mehr Gaming zu bringen. Aber, Freunde, nicht auf diesem Kanal. Das wird auf einem separaten Kanal der Fall sein. Was genau da kommt, lasst euch überraschen. Ich hau ihn jetzt einfach mal weg. Sorry, Bro. Das war so natürlich nicht geplant. So, na, schade. Er kriegt den. Nice, er kriegt den. Gut, und da machen wir den Ball rein. 3-0. Nach einer Minute. Kann man so machen. Es soll einen eigenen Gaming-Kanal geben. Es soll einen eigenen Gaming-Kanal geben. Was genau dann da kommt, lasst euch überraschen. Ich kann euch sagen, das hier ist jetzt das vorletzte Video, was Gaming angeht, auf diesem Kanal. Es wird noch ein weiteres geben. Und dort wird es dann auch eine Ankündigung für die Zukunft geben. Eine Ankündigung für die Zukunft, was denn da der Fall sein wird. Ich bin da momentan so ein wenig in der Planung. Es soll dann unter anderem, das kann ich ja jetzt schon mal, ich mach den selber rein, ich Idiot. Das war ein Eigentor, das war ein bisschen dämlich von mir, aber okay. Entschuldigung, das war ein bisschen fail von mir. Nun gut. Also, es soll da unter anderem dann natürlich die altbekannten Spiele geben. Wow, noch weiter daneben ging auch nicht. Also Stichwort Deal or No Deal natürlich. Stichwort FIFA, Minecraft natürlich auch mal. Dann natürlich solche Dinge wie What's My Value, Higher Lower. Aber auch Horrorspiele, die man jetzt vielleicht nicht im ersten Moment mit ASMR verbinden würde. Nice. Die man im ersten Moment vielleicht nicht mit ASMR verbinden würde. Ich erinnere da an Five Nights at Freddy's, heißt es, glaube ich. An Slender, ein altbekanntes Horrorspiel natürlich. Aber auch an solche Dinge wie Until Dawn und so weiter und so fort. Also wir wollen da komplett durchgehen, die ganz verschiedenen Spiele. Auch Spiele, die ich dann vielleicht das erste Mal spiele. Also Warzone zum Beispiel, eine Sache, die ich, glaube ich, zwei oder drei Runden mal gespielt habe vor Jahren, die ich sehr, sehr gerne mal spielen würde, einfach wieder, ups. Boah, ich bin so raus aus dem Sliden und so weiter. Holy moly. Genau, also einfach Sachen, die ich gerne mal spielen würde, wieder hat er. Gut. Die ich sehr, 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 sehr gerne mal wieder spielen würde und wo wir den Ball jetzt auch reinmachen. Let's go. Und das alles im ASMR-Format. Und da habe ich ultimativ Bock drauf. Was ich auch Bock drauf habe, ist Planet Coaster. Wer es vielleicht kennt, ein Achterbahn-Aufbauspiel. Wow, wie schlecht kann man den treffen, bitte? So, den mal kurz weggehauen, den Typen.
Planet Coaster, Zoo Tycoon vielleicht und so weiter und so fort. Also alle Spiele, wo man wunderbar mal Videos zu machen kann. Vielleicht auch mal Jak and Daxter. Wer weiß, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Hätte ich auf jeden Fall jede Menge, komm ja, dann schieß. Hätte ich auf jede Menge Lust drauf. Hätte ich auf jede Menge Lust drauf. Ist auch ein geiler Satz, während ich hier komplett faile. Nun gut. Gehen wir mal nach hinten. Wo geht er hin? So, und ja, wenn er jetzt den Lob. Nein, er lässt den nicht. Shit. Belasten. Ich kann übrigens nicht sagen, wer hier Bot ist und wer nicht. Ich habe das noch nicht raus, wer das war. Aber ist egal. Wir spielen einfach mal die Runde zu Ende. Und vielleicht noch eine andere. Ich weiß nämlich nicht, also ich weiß, dass Rocket League noch sehr, sehr beliebt ist. Aber inwiefern das jetzt im zwanglosen Modus so der Fall ist, kann ich euch das gar nicht sagen, ehrlicherweise. Ich weiß nur, dass ich jetzt nach Jahren halt mal wieder spiele und niemanden jetzt bei Competitive direkt da die Tour mal vermasseln wollte, einfach wenn ich ganz ehrlich zu euch bin. Ich hatte einfach Lust, mal wieder eine Runde zu zocken und euch dabei ein wenig mitzunehmen. Ja, bitter. Bitter, bitter, bitter und nice done. Let's go. Okay, ja, ich weiß wie gesagt nicht. Es könnte sein, dass das die Psynet sind, aber keine Ahnung. Wir spielen einfach mal weiter. Wir spielen einfach mal weiter, Freunde. Genau, also, das ist auf jeden Fall der Plan für die Zukunft auf dem neuen Account dann. Warum will ich das Ganze tauschen? Das ist eigentlich relativ simpel. Mein Gott, bin ich schlecht. Mein Gott, bin ich schlecht. Das ist eigentlich relativ simpel. Es liegt einfach daran, dass ich gerne mehr Gaming bringen würde. Sage ich euch ganz ehrlich, ich würde sehr, sehr gerne etwas mehr Gaming bringen. Aber das würde dann erstens den Kanal ein wenig zumüllen. Das ist nicht der Sinn der Übung. Und zweitens ist dieser Kanal halt auch so ein bisschen fokussiert auf Dinge wie Roleplays. Auf natürlich auch, muss man ganz klar sagen, manchmal das ein oder andere Faktenvideo, Trigger-Videos und so weiter. Aber Hauptfokus natürlich immer wieder Roleplays. Das sind auch die Videos, die ja mit Abstand, mit riesigem Abstand bei mir am besten ankommen. Also da braucht man sich ja gar nichts schönreden. Das ist de facto so, dass Roleplay-Videos natürlich bei mir die bestgeklicktesten Videos sind. Ja. Das wisst ihr ja alle und ich wisst ja auch, dass ich da, was mache ich denn hier? Dass ich da auch unfassbar viel Spaß dran habe, mir die verrücktesten Sachen einfach auszudenken. Und da ist in der Zukunft ja auch noch so ein, zwei Kleinigkeiten sind da geplant, was neue bescheuerte Roleplay-Ideen angeht. Wir haben auf jeden Fall gewonnen. Hey! Ich würde sagen, wir spielen aber auch noch eine Runde. Ich würde sagen, wir spielen noch eine Runde. Kommen wir zur Runde Nummer 2. Mal schauen, wie jetzt die Runde abläuft. Ich habe die Hoffnung, dass wir nicht komplett wieder reinhauen und komplett schlecht sind. Also ich behaupte mal, für die erste Runde lief es doch gar nicht mal so verkehrt. Wir gucken mal, wie unsere Gegner jetzt drauf sind. Wenn die denn heute noch reinkommen. Ah, da kommen sie langsam. Ich weiß nicht, ich habe das Spiel früher unfassbar gefeiert. Ich habe das damals noch auf einem anderen Account gespielt. Denn ich weiß gar nicht mehr, warum ich genau keinen Zugriff mehr auf meinen Account hatte. Aber irgendwann konnte ich auf jeden Fall auf meinen PlayStation-Account nicht mehr zugreifen. Ich hieß früher halt, wow, war das schlecht. Wow, war das schlecht von mir. Ich hieß früher halt nur der Obermann und nicht der Obermann 96. Und deswegen, das war dann. Aus irgendeinem Grund war das dann nicht mehr möglich, darauf zuzugreifen. Wir haben den Typen mit der absolut Ping des Todes in unserem Team. Das ist schon mal nice. Das macht ja schon mal Mut. Genau.
ich konnte damals irgendwie nicht mehr auf meinen Account zugreifen und seitdem bin ich auf diesem Account und habe auch vieles aufgeben müssen in Sachen FIFA etc. Also, ja, schade drum. Aber nun, der geht trotzdem rein, komm, der geht trotzdem rein. Nein, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein, Freunde. Das kannst du mir nicht erzählen, dass der Ball nicht reingegangen ist. Das kannst du mir jetzt ernsthaft nicht erzählen, dass der Ball nicht reingegangen ist. Sehr schön, komm. Jetzt halbwegs in die Mitte, nicht in die Mitte. So. Wunderschönes Eigentor von mir. Das war richtig fail. Schaut es euch jetzt an. Wartet. Putz. Ja gut. Ich sag dazu jetzt gar nichts. War natürlich geplant. Denn jetzt hauen wir den Ball auch nicht rein. Denn wir müssen dem Gegner ja Vorsprung geben, Freunde. Wir müssen dem Gegner ja ein wenig Vorsprung geben, damit es auch nur fair für den ist. Er haut auch fast ein Eigentor raus. Boah, Glanzparade. War ganz geplant, Freunde. War auf jeden Fall absolut so geplant. Das war garantiert nicht irgendwie gelackt oder sowas. So, den abgewehrt. Es steht keiner hinten drin. Das ist ein bisschen belastend, okay. Das kann auch nicht wahr sein, dass der mit 252er Ping hier am Schlüssel ist, ey, meine Herren. Wo, was hat denn der für eine Leitung? Also nicht, dass ich jetzt besser wäre, ne, aber nun gut. Oh. Vielleicht kriegt der ein oder andere Profi-Rocket League-Spieler jetzt auch schon wieder Puls, weil er sich denkt so, mein Gott, was macht der Dude denn da? Und ganz ehrlich, ich kann's euch nicht mal übel nehmen dann. Ich kann's euch nicht mal übel nehmen, weil... Ja. So, jetzt, let's go. Lass ihn, nein. Oh mein Gott, okay. Es muss also ein Eigentor her, damit wir das Ding machen. Hey, solange das Ding drin ist, ne, bin ich da nicht traurig drum, Freunde. So, ab nach vorne. 3-1 für den Gegner. Ja, Luigi. So, den hauen wir jetzt mal weg. Nein. Klär den Ball doch. So. Da ist jetzt ganz schlecht. So, der erstmal weg. Nein. So. Jetzt ist die Frage, jetzt können wir den mal nach vorne hauen. Habt ihr früher Rocket League gespielt oder spielt ihr es heute noch? Und habt ihr früher vielleicht sowas wie Autoball bei TV Total geschaut? Wenn ja, wie fandet ihr es? Und was war vielleicht auch euer, übrigens Nice 2-3, was war vielleicht auch früher euer Lieblings-TV Total-Event? Hattet ihr eins? War es vielleicht eben das genau, Autoball? Das kam ja nicht so regelmäßig wie andere Dinge. War es vielleicht die Soccer Crash Challenge? War es die VOG WM? War es dann vielleicht doch eher Turmspringen? Oder war es dann ganz standardmäßig Fail Daniel, schlag den Raab vielleicht? Schlag den Star, was es ja heute noch in einer anderen Variante gibt. Also halt ohne Stefan. Leider natürlich. Würde mich mal sehr interessieren. Für mich war es wahrscheinlich immer neben Autoball die Turmspring-Events. Die habe ich immer ultra gefeiert. Legendär natürlich das Team Raab Elton. Einfach weil die zum Teil auch immer besser wurden, muss man den ja auch mal so lassen einfach. Boah, wie kann man den so schlecht treffen, Mann? Wie kann man den so schlecht treffen? Die wurden ja mit der Zeit wirklich immer besser. Wow, okay, er ist auch nicht viel besser. Ja, 4-2. Die wurden ja wirklich dann auch zu dem Punkt, dass die auf einmal, was war es, glaube ich, Silber.
Ich glaube, selber haben die einmal geholt. Und das habe ich so gefeiert. Das habe ich so gefeiert, weil so unerwartet einfach. Oh shit. Okay, wow. Gut, dass der daneben gegangen ist, so oder so. Genau. Ich weiß noch damals, Daniel Aminati heißt der, glaube ich, der Dude. Ich glaube, der arbeitet bei ProSieben. Ich kenne den gar nicht genau. Der sich dann vom Zehner komplett langgelegt hat auf das Wasser mit dem Rücken richtig. Uff, ich weiß bis heute noch, wie ich damals beim Zusehen schon wirklich Schmerzen hatte und mir dachte so, oh Bruder, du hast jetzt die nächsten Tage aber deine Probleme auf jeden Fall mal. Aber das war immer cool. Das hat immer mir, also mir hat das immer richtig Laune gemacht, weil manche halt auch unfassbar verbissen da drin waren. Und immer, lol, immer halt gewinnen wollten. Und ich mag so einen Einsatz halt total gerne, wenn man unbedingt möchte. Wisst ihr, wenn man unbedingt möchte und sagt, ich will das holen, ich will gewinnen und. Während wir hier jetzt komplett baden gehen und komplett verlieren. Autsch. Also das sieht eher schlecht aus, würde ich sagen. So, nochmal wenigstens nach vorne, aber nun gut, ich behaupte mal, in einer Sekunde wird das eher schwierig. Ja, GG. Gut. Orange gewinnt das Spiel hier. Ich würde behaupten, hochverdient. Muss man einfach mal so sagen, ne? Spielen wir aber noch eine Runde, würde ich behaupten. Spielen wir noch eine dritte Runde und schauen mal, ob wir jetzt besser dastehen. So, kommen wir zur dritten Runde. Schauen wir mal, dass wir uns jetzt mal ein wenig besser anstellen als gerade. Aber ich glaube, viel schlechter. Obi-Wan Kenobi ist schon mal ein geiler Name. Hoffentlich ist er bei uns. Ich hoffe, Obi-Wan Kenobi ist bei uns. Sehr schön. Toll. Danke dafür, ne? Es hätte ja auch sein können, mal, dass ich einfach mal hier den bei uns habe. Wie viele ja wissen, also ich heiße ja Obermann mit Nachnamen. Deswegen auch der Name des Zweitkanals so. Und viele haben früher immer auch Obi zu mir gesagt oder sowas. Ich wünschte, mir würde der Obi-Baumarkt gehören. Dann hätte ich ein paar weniger finanzielle Gedanken auf jeden Fall. Aber nun gut. Deswegen hatte ich jetzt gehofft, hier Obi-Wan Kenobi würde sich meinem Team anschließen. Er hat sich aber wahrscheinlich gedacht, oh, besser nicht. Und wenn ich ehrlich bin, ich kann ihm das nicht verdenken. Also ist ja so, dass es random war, aber trotzdem. So, jetzt nach vorne. Komm, hau das Ding nach vorne. Ich warte in der Mitte. Na, schade, ich dachte, die springen alle vorbei. Bitte. Ja, ich habe keinen Boost. Ich habe keinen Boost. Das bringt mir dann wenig. Ryan, hast du, Junge? Oh, das ist aber eher semi-optimal. Ja, fail. Okay, 1-0 GG. Das ist. Ich muss das Spiel unbedingt wieder lernen, Freunde. Ich muss das unbedingt wieder lernen. Dieses ganze Springen, Fliegen und so weiter, das ist. Ah, ich habe das viel zu lange nicht mehr gespielt. Es wird eindeutig Zeit. Es wird eindeutig Zeit für mehr Rocket League. Auf diesem Kanal aber dann nicht mehr. Ihr wisst Bescheid. So, schnell nach hinten und dem eben. Wie konnte ich den denn nicht treffen? Wie konnte ich den denn nicht treffen, Freunde? Also, da muss mir jetzt mal jemand. Er schubst mich weg. So, einfach mal weg das Ding. Falsche Richtung. Komm, zack. So, jetzt hau ihn. Schade. Piep, piep, piep. Entschuldigt. Ich hatte gerade so irgendwie wie so ein LKW-Sirenen
LKW, der da rückwärts fährt. Was machen wir jetzt hier, Freunde? Wie soll das jetzt aus... Nein, falsche Richtung. Wie soll das jetzt ausgehen? Komm, macht ihr mal. Ich nehme mal Anlauf. Oh, der kommt so gut eigentlich. Na, schade. Schade. Boah, das wäre schön gewesen. So, ab nach vorne damit. Das könnte das 2-0 sein. Boah. Holy. Ryan Ben. Holy. Nice. Nice gemacht, auf jeden Fall. Wie konnte er nicht reingehen? Wie konnte der nicht rein? Nein. Ach. Falsche Richtung. So, piep, piep, piep. Einmal hier nach hinten. Und jetzt weg das Ding nach vorne. So. Das Fliegen konnte ich auch mal besser. Ja gut, ich hatte auch keinen Boost. Das ist vielleicht nicht ganz so smart, aber okay. Er haut auch volle Kanne. Er haut auch volle Kanne daneben. Geil. So, den nach vorne. Nein, 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 nein. Gut. Stark. So. Jetzt irgendwie in die Mitte wäre schön gewesen. Oh, vereinte Kräfte. Vereinte Kräfte. Kann es sein, dass ich ihn volle Kanne reingehauen? Also, ich habe den volle Kanne da reingedrückt. Jo, ich habe ihn da. So macht man das, Freunde. So macht man das. Ich dränge ihn einfach aufs Tor. Also den Spieler, nicht den Ball. So geht das. So. Und nicht anders. War auf jeden Fall so geplant. Natürlich. Also, ich glaube, ne? Ups. Wow. War also, ne? Also ich glaube, das muss ich ja niemandem erklären, dass ich das natürlich komplett so berechnet hatte, dass ich da genau gegen ihn komme und auch in dem Winkel dann so perfekt halt, dass ich halt genau auch nur ihn, oh, bitte, dass ich nur ihn treffe und nichts anderes irgendwie. Ja. Das wisst ihr ja von mir, dass ich da ja der absolute Oberprofi bin. So, den hauen wir mal nach vorne. So. Schade. Wäre ein schönes Ding gewesen, aber es könnte jetzt in die Verlängerung, beziehungsweise wird in die Verlängerung gehen. Außer er haut den nicht noch rein. Schade. Schade. Verlängerung. Verlängerung. Alle hauen am Ball vorbei von unserem Team. Das ist schon mal schlecht. Also mal ganz schnell hier nach hinten. Wow, 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 wow. Junge. Hau ihn weg. Hau ihn doch weg. Bitte. Falsche Richtung. Sehr schön. Jetzt, 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 jetzt ist meine Zeit. Meine Zeit. Hier. Let's go. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Damit haben wir das Spiel tatsächlich gewonnen. Ich war natürlich die entscheidende Person in diesem Spiel. Natürlich. Wow. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie hat euch Rocket League gefallen? Wollt ihr mehr davon? Wenn ja, dann lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Ich werde auf jeden Fall auf dem neuen Kanal dann noch das ein oder andere Rocket League Spiel bringen. Jetzt bedanke ich mich aber bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht was draus und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Mach's gut.